Zuckerschnoten, willkommen bei meinem Unboxing. Ich habe für euch heute ein Unboxing von Monday Saving. Ich hatte ja beim letzten Unboxing einen Stift, der kaputt war und ein Bild, was völlig verknittert war. Und Monday Saving hatte mir dies wohl in diesem Paket noch einmal mitgeschickt. Natürlich bin ich gespannt, ob das geklappt hat. Und natürlich bin ich gespannt, wie es diesmal aussieht, ob alles ganz und in Ordnung ist. Und das werden wir gleich zusammen angucken. Denkt dran, bei One Day Saving könnt ihr bei mir 5%, also mit meinem Code 5% sparen. Das ist Melli05 off. In der Videobeschreibung werdet ihr ihn sehen. Und von daher würde ich jetzt sagen, wir packen mal das Paket aus. Und natürlich danke ich One Day Saving dafür, dass ich mir wieder etwas aussuchen durfte. Und ich bin echt gespannt, wie es denn so aussieht. So, ihr Lieben. Gucken wir mal da rein. Ich habe auch was ausgesucht, was Neues. Das Bild sieht schon mal nicht geknickt aus. Ich bin gespannt. So, ach ja, jetzt weiß ich, was wir haben. So, wir gucken uns erstmal den Stift an und der sieht diesmal gut aus. Die Hörnerchen sind dran. Ha, das gefällt mir natürlich noch mehr. Wartet, wir gucken mal rein. Wir haben auch wieder die Mehrfachsätze und den Schieber dabei. Jetzt will er nicht raus, hängt da. Die Hörner sind dran. Juhu. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Jetzt habe ich natürlich wieder die falsch. Ich habe immer keinen Plan, die Stifte aufzumachen, oder? Ah ja, wartet mal, das war ja so. Jetzt habe ich gedacht, der ist kaputt, aber jetzt fiel mir gerade wieder ein, dass man das ja hier vorne dran stecken muss. Zack. Das finde ich bei dem Hörstift eben so toll, ne? Man zieht das hier wirklich ab. Steckt das hier dran ohne Probleme. Ist natürlich die Frage aller Fragen. Wartet mal. Ich guck mal in meinen Katakomben hier. Was habe ich denn hier so schön? Ich habe hier so einen Zweieraufsatz. Ich glaube, das ist sogar das Zweieraufsatz. Gehen rein. Cool, oder? Ohne weiteres wieder raus. So, dann wollte ich noch die anderen Aufsätze probieren. Diese hier, diese flachen, ne? Diese schmalen. Das will aber dann nicht. Ne, die anderen sind ja nicht. Und passt auch. Ey, cool ist das denn? Das gefällt mir. Ha. Also, und ein Schieber und Aufsetzer und Zehner, Neuner, irgendwas ganz groß. Hier haben wir einen bestimmten Dreier. Einmal den krumm. Habe ich noch nie mitgepaintet. Habt ihr davon mit Erfahrung gemacht? Ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Und den Schieber. Der ist schön schmal. Das gefällt mir. Also ihr seht, der Stift ist einfach klasse. Da freue ich mich sehr, 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 dass der ganz angekommen ist. Mich das Zusatz mal wieder weg, damit ich hier nicht in Probleme komme. Ah, hier ist noch einer. Oder war der von hier? Ich habe auch den kaputten noch und zum Vergleich. Da war hier das ab. Ne? Und diesmal haben wir ihn dran. Oh, schön. Ja, der ist von hier. Habe ich gerade entdeckt. Habe ich gerade entdeckt. So, ihr Lieben, einmal das. So, jetzt zeige ich euch mal das alte Bild. Ich habe das tatsächlich die ganze Zeit unter Büchern gehabt. Und dann habe ich es noch in meine riesen Mappe gemacht, die unter dem Bett liegt. Also ihr seht, ah, das seht ihr nicht, schade. So ein bisschen hier, seht ihr die Knicke noch hier? Also die gehen wirklich nicht raus. Das ist ja alles noch, oh Gott. Wartet mal, wo ist denn dieser Knick? Ich sehe mal das hier nicht auf der Seite besser, wenn ich euch das hier aufmache.
hier. Sieht doch nicht so richtig wie ich. Das ist doof. Also jedenfalls ist es immer noch ganz schön geknickt und ich krieg den auch nicht weg. Hier haben wir es. Vielleicht sehen wir es hier. Seht ihr das? Es geht nicht weg. Und das ist jetzt mehrere Wochen her. Und jetzt hat Monte Saving mir das Bild nochmal neu geschickt. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt. Noch mal Steinchen und Stift. Ach, guckt mal. Ein schmaler Aufsatz. Ist ja cool. Das wird ein Vierer sein. Wartet mal. Ich will ja nichts sagen, aber was ist denn das? Also keine Ahnung, aber irgendwie falsches Bild, oder? Also ich bin jetzt echt geschockt. Bin ich mal ganz ehrlich. Und guck mal, die Farben sind auch nicht die gleichen. Das ist nicht, das ist zwar eine Farbe mehr, aber das ist nicht das Bild, was ich wollte. Weil die Farben gefallen mir gar nicht. Ich wollte es ja so. Aufgrund der Farben. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Aber guck mal, das hat aber dieselbe Nummer, ne? Keine Ahnung. Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Ja. Also ihr seht, der Stift hat geklappt, das Bild ist auch mitgekommen, aber das hat andere Farben. Also ich kann jetzt auch die Steine gar nicht wegsortieren, ne? Das sind ja völlig andere Farben. Das ist ja, also für mich ist es jetzt an der Stelle ja nicht schlimm, ne? Aber für alle anderen, die jetzt das Bild bezahlt haben und dafür eigentlich ein neues erwartet haben, wäre es jetzt blöd. Das ist jetzt nur die Folie, die hier noch geknickert ist. Das geht dann wieder raus, weil das gegossener Kleber ist. Aber da, ja, also, ja. Mein, das kriegst halt nicht raus, ne? Und das ärgert, hier seht ihr das, ne? Hier seht ihr das. Geht halt nicht raus hier. Das ist ärgerlich. Hier haben wir das nicht. Hier sind nur diese Wellen, aber das legt sich. Vom Rollen, aber. Nun ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und überlege. Etwas. Irgendwie. So. Achso. Hab ich ganz vergessen, euch zu sagen. 16 Tage hat der Versand gedauert. 16 Tage? 16 Tage. Also irgendwie habe ich ja schon. Das dauert halt irgendwie gerade. Das hat aber nichts mit den Händlern zu tun, sondern wirklich mit dem Postlauf. Ist gerade nicht so einfach. So, ich habe auch ein Bild bestellt. Und habe das bei einer Lieben gesehen. Dass sie das auch hat, aber das hat sie jetzt, das hat sie schon bestellt. Meine lieben Mitpainterin. Ach nee, das ist das gar nicht. Das ist ein anderer. Falsch gedacht. Aber ich finde diesen Kakao mit den Marshmallows so, so schön, dass der dabei sein müsste. Kleines, das ist ein tolles, kleines Bild. Und ich finde den, dass das auch gut rüberkommt. An sich schon gut rüberkommt. Das sieht da nicht so richtig aus. Schade. Ich bin jetzt nur noch gespannt, ob wir den Lebkuchenmann hier unten noch ein bisschen einfangen können. Ob der dann noch ein bisschen rauskommt hier unten. Ne? Da hat er schließlich eigentlich ein Gesicht. Was nicht wirklich aussieht wie Gesicht, wenn wir das jetzt so sehen. Und deswegen bin ich gespannt, wenn wir das gepaintet haben, wie es aussieht. Wir haben eine. Oh wow, hautabziehende Klebekraft. Wir haben 23 Farben, schön bunt gemischt. Der Druck ist einwandfrei, da kann man gar nichts sagen. Schön mit Schwarz und Weiß gearbeitet. Und ja, das sieht doch schon mal toll aus. Wir haben ein einfaches Toolkit, Steinchen. Zeige ich euch.
Bild ist 30x30, wie ihr seht. Also das Bild nicht die Leinwand. Und hier haben wir wieder eine gute Mischung der Steine. Die Bildnummer steht hier wieder drauf zum Wegsortieren. Die steht hier oben. Ja. Also da kann man gut die Steine wegsortieren. Weil ich sortiere sie ja wirklich weg. Der will nicht. Gut, dann probieren wir es mal anders. Wir haben wieder eine gute Mischung der Steine. Aber das habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Wir haben so ein bisschen so vieles Weinrot. Und auch ein paar dunkle Töne mit drin. Aber ich finde, dass es eine gute Mischung ist zwischen hell und dunkel. Man hat nicht alles nur dunkel und hell. Und von daher, aha, das ist doch so. Ich hatte es gedacht, hä? Aber das sind dreimal dieselbe Farbe hier. Das sind drei Päckchen der Farbe. Und das ist die Nummer, wartet, 3774. Ich glaube, die Farbe habe ich noch gar nicht. Das ist schon wieder so. Okay. So, jetzt mal das ein bisschen die Steine zusammen, dass es nämlich ganz so rumliegt. So. Ja, ich habe heute oder diesmal wieder was mit meinen Gnome bestellt. Das konnte nicht vorbei. Ich konnte nicht dran vorbei. Die mussten einfach mit. Es ging nicht anders. Musste. Aufschneiden. Diesmal musste es. Anhänger. So, wir haben ein ganz normales Toolkit mit diesem gebaumt für die Anhänger. Vielleicht mal eine kleine andere Tüte machen. Ne? Dann kommt die Kette, die kommt dann an das an den Anhänger dran und das ist dann der Anhänger für das für den Anhänger. Den Anhänger für den Anhänger. So. Wir haben diesen süßen Fratz mit Chia. Und beidseitig binden. Jetzt hat es gerade gebimmelt. Da musste ich mal kurz Pause machen. Ja, also der ist doppelseitig und das finde ich halt so toll. Dann haben wir den mit dem Schlitten. Dann haben wir mit einem langen Bart. Was ist denn das? Was denn das? Ja, würde ich jetzt sagen, einfach. Oh, guckt mal, mit Pink, die Zöpfeline, Gnome, süß. Und einmal den. Oh, der hat eine tolle Mütze auf. Das ist eine tolle Farbe. Da bin ich jetzt echt auf die Farbe gespannt. Was ist denn das für ein Haar? Na, dann gucken wir uns mal die Strasssteine an. Mal rot. Das ist ein so ein, tja, rosa ist das. Sieht aber gar nicht so rosa aus in der Kamera. Hier haben wir ein schönes Blau. Hier haben wir das, ja, das Durchsichtige, sage ich immer. Hier haben wir ein Orange. Dann so ein Braun. Oh, und das hier die Grün, Türkis. Oh, herrlich. Und hier haben wir nochmal ein helleres. Ja, Braun. Das sieht doch toll aus, oder? Das gefällt mir gut. So, jetzt packen wir das mal schnell wieder weg. Ja, die mussten diesmal mit. Also ja, die mussten mit. Ich werde dann die Verschlüsse, die lasse ich mir gleich mal draußen, gleich in einer anderen Druckverschlussbeutel machen, weil das Toolkit mache ich das ja raus. Deswegen. Nö. So, achso, die mache ich hier mit rein.
Dann brauche ich auch die Hülle nicht mehr, diesen Pufferschlitz. So, und das mache ich mir dann zur Seite. Genau, und das kommt demnächst. So, und jetzt habe ich was Neues. Die liebe Anni hat das schon vorgestellt. Das habe ich gesehen. Ich glaube, sie hat... Ich weiß gar nicht, was sie für eine Farbe hat. Fällt mir gerade nicht an. Ah. Das ist ein cooler Beutel. So ein Schack, Zumachbeutel. Wir haben hier einige von Zubehör. Ich muss euch erstmal... Das Päckchen kam. Dann dachte ich, was ist denn das? Hab dann geguckt, was ich bestellt habe. Was soll denn das sein? Das kann man ja biegen. Weil ich habe ja echt gedacht, ich kriege hier ein Plastikschiffchen. Und da ist es aus Silikon. Und ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Die Stöpsel sind ebenfalls aus Silikon. Die stöpseln wir jetzt einfach mal hier überall rein. Und dann testen wir die ganze Geschichte mal. So, also entweder fehlt ein und ich habe ihn auch noch. Da ist er. Alle Stöpsel da. Wir haben so einen Schieber, den die Steine gerade schieben kann. Dann haben wir einmal blauen Wachs. Das sind 10 Stück. 10 mal blauer Wachs. Oh, das ist ziemlich hell. Dann haben wir zwei solche Schoner für die Hände. Dann haben wir hier einen kleinen Löffel. Ich vermute mal, dass man das hier so rausheben kann. Oder ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der so klein, dass man da nicht viel machen kann. Und dann Bürstchen. So, und jetzt bin ich echt gespannt, wie wir das hier machen. Weil ich vermute, so sah es auch bei der Annie aus, dass das hier einfach hängen bleibt. Naja, wir testen die ganze Geschichte jetzt einfach mal. Wir machen hier mal welche rein. Machen wir viele rein. Und schütteln mal ordentlich. Das war wahrscheinlich doch zu viel. Die liegen komisch. Also die liegen echt komisch. Ich habe das Gefühl, dass die hier zusammenkleben. Ey, das waren zu viele. Wir machen die jetzt mal zurück. Wir machen... Oh, entschuldigt. Ich muss nämlich gerade immer mit meinem Fokus ja selber... Also, Achso, ihr seht das gar nicht. Wartet mal. Wir machen das mal so rum. Schon ein bisschen verbiegen. Dafür ist der dann da. Den kann man schön, kann man alles schön runter. Runterschieben. Die Öffnung ist relativ schmal. Das muss ich jetzt einfach mal dazu sagen. Und hier kommt irgendwie nichts raus. Ah, wir klopfen mal, ne? Klopfen dürfen wir nicht vergessen. Also, das wird kein Freund. Und ich glaube, das nutze ich auch nicht. Das habe ich jetzt hoffentlich für alle verständlich. Das ist nicht mein Freund. Also, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ich das bürsten muss, ja? Und wenn doch ab und an mein Stein sich verhakt in den Rillen, weil er vielleicht ein bisschen größer ist oder so, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber wenn ich hier tagelang bürste... stundenlang, um mir alle Steine rauszukriegen. Das wäre meine Zeit zu schade vom Painten. Ich ganz ehrlich. Und die Zeit wird demnächst wieder knapper sein, von daher. Nö. Also im Plaster hätte ich es toll gefunden. Da hätte man das echt super machen können. Ich muss mal gucken, ob ich alle raus habe hier. Ja. Also ihr seht, das ist echt nicht so toll. Nicht. Also das ist von meiner Seite, wird das nicht in Gebrauch kommen. Vielleicht mache ich es doch nochmal mit Strassstein. Hab ich jetzt aber auch gerade keine hier rumliegen. Jetzt habe ich da mal welche rumliegen, die ich noch nicht wegsortiert habe. Aber tatsächlich habe ich diesmal keine hier rumliegen. Alle wegsortiert, ganz brav. Oder eben noch nicht fertig. Oder wartet mal, was haben wir hier noch? Ich habe hier noch Neonsteine. Oder Leuchtsteine. Der eine schon. Ne, die habe ich gar nicht ausgepackt. Warte mal. Ah ja, aber Straßsteine. Die hatte ich mal bestellt. Bei der Pichu. Wartet mal. Wir probieren das mal jetzt hier. So. Schütteln.
Wir schütteln die Strasssteine. Also ihr seht, auch die legen sich nicht wirklich richtig rein. Ne? Ich kann sie nicht mal richtig einfangen. Das strasst zu sehr. So. Ach, und jetzt auch noch ins Tütchen. Also ihr seht, hier passiert gar nichts. Jetzt beim Klopfen. Aber ich will mir das gar nicht ausmachen, wenn ich ja fünf drin habe. Wie es dann wird. Der Pinsel, der ist von der Größe her super für dieses Teil, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Größer wäre, glaube ich, nicht so gut. Kleiner vielleicht gar nicht, aber die Größe finde ich gut. Aber die Strasssteine kleben noch mehr. Kriegst du nicht hier rein. Das ist ja ulkig. Oh, jetzt ist die Tüte abgefallen. Also bildet jeder bitte eigene Meinung. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur zu doof an. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, geschafft. Aber hier drinnen, selbst hier drinnen stecken die fest. So, wartet mal. Da ist er, guck. Guck, da ist er, da ist er. Ich hab ihn. Schlawiner, der will nicht. Da ist noch mehr drin. Ach, wisst ihr was? Das ist jetzt gerade sowas, was mich total nervt. Und ich das jetzt einfach lasse. Ich glaube, der ist jetzt alleine rausgeflogen. Okay, also ja, bildet bitte eure eigene Meinung. Das ist jetzt gerade nichts für mich. Das ist, ja. Da ist noch einer. Seht ihr? Wo ist die da? So, ihr Lieben, ich bin am Ende mit meiner Vorstellung der Produkten. Habe mich riesig über meinen Hirsstift gefreut, dass der Heiler angekommen ist. Und über meine Gnomenanhänger und auch über das niedliche Bild. Das hier hüte ich in Schweigen. Nein, ich habe euch ja die Meinung gesagt, was ich davon halte. Werde das Zubehör alles schön wegsortieren und das halt weglegen. Genau. Meine Gnomis. Das war der Hirsstift. Hier haben wir das süße Kakaobild. Oh, da freue ich mich auch sehr. Und hier haben wir jetzt nochmal Ditte. Und ja. Die Schiffe, die gibt es jetzt auch überall. Also das ist überall das Gleiche. Das kann ich euch gleich sagen. Annie hat es woanders her. Da war das auch aus Silikon. Also das liegt jetzt nicht an von D-Saving. Das ist im Allgemeinen aus Silikon. Schade eigentlich. Aber okay. Dafür sind wir da, dass wir euch das zeigen. Und uns auch unsere Ma uns auch uns? Nee, dass wir auch euch unsere Meinung sagen. Deswegen, habe ich das getan. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer. Bleibt gesund. Und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.